Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zurück zu Malakka. Wie ihr am NATO sehen könnt, ich habe echt ewig ohne euch gespielt, ich weiß gar nicht wie lange. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Nachdem wir Pegu geschluckt haben, habe ich ja gesagt, ich möchte den Krieg gegen die Ming-Dynastie vorbereiten. Zwischendurch wurde ich aber in einen riesigen indischen Krieg hineingezogen zwischen Bengal, verbündet mit Gujarat gegen Vijayanagara, ne? Blah. Ihr wisst schon, was ich meine. Und noch ein paar andere kleine hier mit dabei. Das war ziemlich blutig. Wir waren allerdings nicht so wichtig dabei. Und der Grund, warum mich das jetzt trotzdem aufgehalten hat, war der, dass ich mal alle meine Truppen auf den Haufen gepackt habe und versucht habe, darüber zu marschieren. Und gesehen habe, so innerhalb von einem Monat hatte ich meine komplette Manpower aufgebraucht. Ja, es hat einfach ewig gedauert, bis das jetzt sich wieder aufgefüllt hat. Aber jetzt sind wir bereit für den Krieg gegen die Ming-Dynastie. Dieses riesige Reich wollen wir uns vorknöpfen. Ganz kurz vorher gehen wir noch in den Sitcom-Modus und schauen mal, was sich so getan hat. In Sachen Missionierung, ihr seht, wir haben nur noch zwei Provinzen, die wir noch nicht missionieren konnten. Das werden wir demnächst angehen. Ich habe kein neues Land in der Zeit erobert. Wie gesagt, habe ich darauf gewartet, dass meine Manpower voll wird. Wir haben aber einen guten Haufen Gold angespart. Wir haben auch einige Berater. Zwischendurch ist unser Herrscher gestorben. Ich glaube sogar zweimal. Vielleicht auch nur einmal. Es war echt lange. Schauen wir mal ganz kurz die Modifikatoren. Wir haben diese vormoderne Wirtschaft. Alles klar. 5% Tax, also plus Steuern. Hier nochmal 5%. Unsere Truppenlimit ist um 5% erhöht, dadurch, dass wir in Reis handeln. Außerdem handeln wir in Cloths, also dieses Schiffsbauholz oder was das ist, plus 2,5% Handelsmacht. Und in Zimt plus 2,5% ebenfalls. Außerdem in Sandelholz plus 1% Missionarsstärke. Außerdem haben wir ewig viele Punkte angespart, wie ihr sehen könnt. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir können eine neue Idee wählen. Ursprünglich hatte ich ja gesagt, ich will die religiöse Idee nehmen. Jetzt hat man mir geschrieben, dass dieser permanente Kriegsgrund gegen benachbarte Heiden und Heretiker nicht funktionieren würde. Ich glaube, das wurde mittlerweile gepatcht. Ich denke aber, wir werden gar nicht mehr die religiöse Idee nehmen. Für mich war der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, ich will sie nehmen, die plus 3% Missionarsstärke. Das hätte uns, wenn wir es schaffen, hier Land zu nehmen oder hier, einiges an Zeit gespart, um die Leute zu missionieren. Nachdem ich mir jetzt aber die Ming-Dynastie ein bisschen angeschaut habe, habe ich gesehen, die sind in dem Militärtech eine Stufe weiter als wir. Das macht keinen großen Unterschied. Die haben bessere Kanonen und können sich schneller bewegen, sonst ist da noch keine Änderung dabei. Sie haben allerdings auch schon 7 Ideen in der defensiven Idee. Das heißt, sie haben mehr Armeetraditionen, höhere Moral als wir. Ihre Anführer können besser belagern. Sie müssen weniger für ihre Truppen zahlen. Ihre Fortverteidigung ist besser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sie haben also alles. Sie haben weniger Nachschubmangel auf mit ihren Armeen. Und wir haben mehr Probleme, unsere Armee auf ihrem Gebiet zu versorgen. Ich überlege also, ob ich jetzt entweder sage, ich nehme die Quantitätsidee. Das würde unsere Manpower um 50% erhöhen. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Aber die zweite Idee, ich habe extra so viel gespart, wäre lediglich gesenkte Kavalleriekosten, also nicht unbedingt notwendig. Defensive Ideen ist erhöht zwar die Moral, aber sonst sehe ich keinen großen Vorteil. Wenn wir die Qualitätsidee nehmen, ist allerdings die Kampffähigkeit unserer Infanterie um 10% erhöht und unsere Armeen erholen ihre Moral schneller. Das wäre auf jeden Fall schon besser. Die andere Möglichkeit wäre die offensive Idee, dann wären unsere Anführer im Schock 1 besser und unsere Manpower würde immerhin noch um 25% steigen. Und Manpower ist, glaube ich, so fast das Wichtigste in diesem Krieg jetzt. Aristokratische Idee habe ich ausgeschlossen, weil Kavallerie kosten billiger und die Erstellung von Kernen auf Feinden auf unserem Gebiet plus 100% teurer scheint mir nicht wirklich wichtig. Von daher denke ich, Qualität, weniger Verluste. Am Ende bringt uns die Qualität plus 15% Disziplin. Wir nehmen die Qualitätsidee. Einmal freigeschalten, zweimal freigeschalten. Damit haben wir jetzt auch gleich nochmal 10% Produktionseffizienz mehr. Wir machen echt gut Geld, 76,34 Gold im Monat. Haben allerdings auch enorm hohe Ausgaben. Das liegt allerdings auch daran, dass ich weit über meinem Truppenlimit bin. Jetzt wird das Ganze noch schlimmer, wenn ich das hochsetze.
Oh, ganz interessant ist, zwischendurch kam dieses Ereignis, ich habe es glaube ich schon mal in Genua gesehen, wo ich festlegen durfte, wie groß die Kredite sein sollen, die ich nehme. Und ich habe mich natürlich für das Höchste entschieden. Das heißt, wenn wir jetzt einen Kredit nehmen, ist der 405 Dukaten wert. Das könnte hier nochmal ganz praktisch werden. Jetzt machen wir noch schnell den administrativen Tag. Und dann sind wir gar nicht so weit von noch mehr Produktionseffizienz entfernt. Oh, interessant. Islamisches Zentrum des scholastischen Lernens, würde man sagen. Technologiekosten minus 5%, Ideekosten minus 5%, 25 Pietät. Hätte ich mal andersrum machen sollen. Hab ich nicht. Hätte ich aber tun sollen. Naja, gut. Gut, das heißt, die nächste Idee kostet uns dann nur noch 380 Punkte. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, weil wir haben jetzt hier schon ein paar Punkte verschwendet. So, mich lasse schon mal losticken. Wir haben Ansprüche fingiert auf die Ming-Dynastie, so viele wir konnten. Bis auf hier, da habe ich keinen, weil mir das Gebiet nicht so wichtig ist. Wie sieht jetzt mein Kriegsplan aus? Oder wie sehen die Verhältnisse generell mal aus? Wie gesagt, sie haben mehr Ideen freigeschalten. Sie werden uns wahrscheinlich leicht überlegen sein. Die Ming-Dynastie. Ming, 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 Ming. Sie haben 68.000 Mann. Wir haben mehr. Wir haben 75.000. Sie haben noch 66.000 Manpower. Mehr als wir. Auch mehr als wir haben können. Sollten wir nicht, Was hat unsere Idee uns nochmal gebracht? Jetzt habe ich es irgendwie vielleicht auch verhauen. Ah ja, die Moral erhöht sich schneller. Genau. Mehr als wir haben können. Sie haben allerdings 20.000 Mann hier auf Hainan sitzen. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde diese 20.000 dort festsetzen. Die werden dort bleiben. Und um das zu gewährleisten, muss ich natürlich diese Straße hier blocken. Also habe ich meine Flotte ausgehoben. Beziehungsweise stark verstärkt. Und das sollten wir jetzt hier sehen. Müssen wir wieder die Ming-Dynastie raussuchen. Ming. Sie haben 14 schwere Schiffe, 16 Schiffe insgesamt, 13 Galeeren, die allerdings hier nicht so wichtig sein werden, da wir nicht auf einem Binnenmeer sind, und 14 Barken. So. Unsere Kriegsflotte besteht nun aus 25 schweren Schiffen und 6 Galeeren, und ich hoffe, das wird reichen. Außerdem haben sie, hier hinten haben sie noch 21.000 Mann. Oh, und ich habe ein Bündnis mit Japan abgeschlossen und hoffe, dass die in diesem Krieg beitreten. Und wir dann eben noch ein bisschen besser abschneiden können. Diese Flotte hier werden wir jetzt einmal hier einlagern. Wir haben alle Truppen in Position. Der Plan wird so aussehen, dass wir sagen, wir konzentrieren uns zunächst auf Wenchang, Quijing und das wird es dann auch erstmal sein. Moment, wir haben 1, 2, 3, 4 Armeen. Dann können wir Quijing, Wenchang, Quang Tanglong, 1, 2, 3, 4. Und eine Armee, diese hier, wird hinten rein marschieren, anfangen zu belagern und alles, was überbleibt nach den Belagerungen, wird sich bereithalten, um dort zu verstärken, wo sie versuchen durchzubrechen. Das ist unser Kriegsplan. Schiffe bringen wir ebenfalls in Position. Das heißt, sie haben 68.000 minus 20, 48.000 Mann. Ich denke, das sollte schaffbar sein, falls ich es jetzt nicht total verbocke. Kriegsziel ist, Jiangmen zu nehmen. Wir wollen in diese Handelszone rein, oder ich möchte das. Japan soll mitmachen. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe das Gefühl, bei diesem Mod steht da manchmal ja, aber es passiert dann doch nichts. Vielleicht tue ich dem Mod auch Unrecht und das passiert auch einfach mal so, aber gerade mit Genua habe ich es schon ein paar Mal erlebt. Fangen wir mal an. Wir marschieren die dorthin. Wir marschieren mit denen direkt nach dort hinten. Diese Truppen marschieren wir hier hin. Und diese Truppen nehmen den langen Weg nach Jiangmen. Ihre Moral ist ziemlich hoch. Sie haben auch ziemlich hoch gerüstet, als ich meine Truppen hier an die Grenze geschoben habe. Das habe ich schon gesehen. Die hatten vorher etwa 50.000 Mann. Jetzt haben sie wesentlich mehr. Wir können hier 38. Okay, wir müssen unsere Truppen wesentlich verkleinern. Oder schnell belagern. Das bringt mich darauf, ich glaube, wir haben viele. Ja, wir haben unsere ganzen Anführer noch nicht zugeteilt. Einen General rekrutieren wir noch. Hier für die Belagerung ist gut. Die anderen Generäle müssen wir dann mit der Zeit zuordnen. Belagerung abspalten, auf nach Dali. Ist Japan jetzt mit dabei?
Ja, im Krieg mit der Ming-Dynastie. Ich hoffe stark, dass sie sich dazu entschließen werden. Diese neuen Schiffe sind unsere Scouts, falls ihr euch fragt, warum ich die dorthin schicke. Die dürfen durchaus sterben. Die sollen nur spähen, wann und wo ihre Flotte kommt. So, da kommen sie. Guangxi. Oh, Wacke. Alles auf Jiangmen. Sie kommen dort am 10. Dezember an. Wir könnten uns zurückziehen bis zum 18. Das wird wohl nicht reichen. Dann versuchen wir es auf die Art und Weise. Und wenn sie hier so viele Truppen haben, halbieren wir die hier und marschieren damit nach Yuanlan. Moment, Moment, Moment. Sie haben ihr Ziel gewechselt. Dann bleibt dort stehen. Es wird ein bisschen stressig werden, weil einfach durch die Größe des Landes. Ich sehe noch nicht, dass Japan Schritte unternommen hat, um in diesem Krieg auch zu helfen. Hätte ich wahrscheinlich bessere Verbündete auswählen können. Ich hoffe, die halten jetzt hier lang genug die Schlacht auf, um damit unsere Truppen dort noch ankommen. Oder senken zumindest die Moral weit genug ab. Jiangmen. Okay, schauen wir mal. Wir haben 3500, 4500, 4800, etwa 5000 Mann verloren und sie etwa 6000. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Dann marschieren wir einen Teil unserer Armee, möglichst den mit der schlechtesten Moral, nach Guangxi und einen Teil nach Tanlong. Ein paar Häfen blockieren wir, aber definitiv nicht genügend. Wir haben ja 18.000 Mann. Das Bittere ist, dass wir halt wirklich hier stehen bleiben müssen, fast. Ah, Moment. Die meint's ernst. Dann bleiben wir hier mal stehen. Ich finde es nicht schlecht, wenn sie mich da angreifen. Ich habe hier den Geländebonus wahrscheinlich. Und ich kann immer noch 14.000 Mann nachmarschieren lassen. Wie sehen die Belagerungen aus? Scheinbar noch nicht so gut. Wir brauchen, also der Grund, warum ich diese Territorien hier nehme, ist, damit wir dort höhere Versorgungslimits haben und unsere Truppen dort effektiver kämpfen können. In der Zwischenzeit mal wieder schauen. Armeen. Das Wichtige ist immer, wie viel Manpower haben sie noch. Wenn wir die runterbekommen, dann ist die Sache ganz gut. 66.000, immer noch viel zu viel. Tut mir leid, wir müssen die 50, also hier eine adlige Familie verlangt Hilfe in finanziell schwierigen Momenten. Wir könnten ihnen helfen, dann würden wir aber 450 Dukaten wegdrücken. Oder wir verlieren 50 administrative Macht und ich muss einfach die Macht opfern, denn wir brauchen unser Geld, falls wir noch Söldner brauchen, um hier ein bisschen zu unterstützen. 50.000 marschieren sie da drauf. Autsch. Wir könnten mit 47.000 gegenhalten und ich bin mir sicher, dass das reichen würde. Schauen wir uns mal ganz kurz das Gelände an. Okay, es größtenteils sind es Ebenen oder Dschungel. Es sind zwei Armeen, beide ohne Anführer. Wo ist mein Anführer hin? Dort vorne. Also sollten wir die Armee auf jeden Fall wieder dorthin marschieren. Okay, schön langsam. Sie haben den Malus aus der Flussüberquerung. Sie haben auch keinen Anführer. Wenn wir also unseren Leuten ins Gefecht reinbringen, dann haben wir einen sehr guten Vorteil.
Sie sind natürlich wesentlich mehr als wir, das muss man sehen. Sie haben eine höhere Moral, das sind eben diese 25%, aber wir haben eine wesentlich höhere Disziplin. Sehr gut für uns. Ja, und da schlagen wir sie. Ja, jetzt ist unser Anführer dabei und der wird das Ganze noch mehr zu unseren Gunsten drehen. Autsch, das ist bitter für die Ming-Dynastie, richtig bitter. Das sind herbe Verluste. Wir hatten etwa 40.000 Mann, also ich denke, wir haben so 7.000 verloren und sie 20.000. Schauen wir mal, 11.000, 12.000 plus 8.000, ja, 21.000 Mann. 8.000 plus 4.000, 12.000 Mann. Das ist richtig gut für uns gelaufen. Wir haben auch gleich noch drei Armeetraditionen bekommen. Dann lasst uns die Armee mal kombinieren. Jemanden für die Belagerung zurücklassen und versuchen sie zu verfolgen. Zwei sind nicht unsere 62.000, nein, okay. Ein Blick auf die Ming-Dynastie wieder. 56, 57.000 haben sie noch und noch 53.000 Soldaten. Das sind also quasi ihre ganze Armee oder fast ihre ganze Armee, zumal hier ja 20.000 eingesperrt sind. Japan hat Truppen gelandet. Sehr gut. Mehr kann man sich nicht erhoffen. Sie marschieren nach Gangshu, habe ich kein Problem mit. Wir machen Minus. Könnten wir das beheben? 9,6 monatlich. Den kicken wir. So leid mir das auch tut. Und holen uns stattdessen ein paar Söldner. Das hat auch einen guten Grund, warum ich die hole. 1, 2, 3, 4, 5. Sollte erstmal reichen. Und ich hoffe, dass es reicht. Und ich hoffe natürlich auch, dass diese Belagerungen hier langsam mal Erfolg zeigen. Aber nicht so wirklich. Die Moral sinkt nicht stark. Ich denke, wir können die Geschwindigkeit auf 3 erhöhen. Ja, sie marschieren wirklich weit, also ich werde es wahrscheinlich nicht einholen. Es wäre also sinnvoller, die Armee irgendwo wieder abzustellen in Sicherheit. Und auch mit dieser Armee sich einer Belagerung zu widmen, die näher an unserem Kerngebiet ist. Dürfen unsere Operationsbasis einfach nicht zu weit ausdehnen. Wenn wir das machen, dann haben wir automatisch verloren. Die halbieren wir und schicken sie nach Dali. Ich weiß nicht, wie viel wir von der Ming-Dynastie fordern könnten. Wir könnten Nationen verlangen freizulassen. Das würde ganz schön wehtun. Okay, Shu auf jeden Fall nicht. Das ist das Gebiet, was ich mir gerne irgendwann holen würde im Laufe der Zeit. Weil das wären schon 100%. Die freizulassen ist schon zu viel. Vasallen können wir natürlich nicht vorlangen. Gut. Lässt sich nicht ändern. Nebenbei diese kleinen Soldaten hier töten, bringt uns ein bisschen Kriegswert und zieht ihnen vor allen Dingen wieder Manpower. Auf die auch wir natürlich wie verrückt achten müssen. Aber wir könnten hier eventuell die Festung stürmen. Nein, wir müssen unsere Manpower beachten. Ich bin immer schnell dabei, irgendwelche Festungen stürmen zu wollen und vergesse darüber, dass Manpower auch noch ein wichtig ist. Um nicht zu sagen, dass hier Manpower alles ist. Die Adligen sind besorgt. Das geht leider nicht. Ich brauche meine Stabilität. Es wirft uns im Tech hinterher, dass wir die Stabilität nicht voll ausnutzen, aber alles andere wäre einfach Unsinn. Die marschieren alle. Ja, und Ming baut natürlich neue Armeen, ist verständlich. 48.000 Manpower noch, 68.000 Mann, alles klar. Malakka im Vergleich 72.000 Mann und noch 27.000 Manpower.
Warum? Achso, ja gut, wir nehmen natürlich Attrition dadurch, dass es überhaupt Belagerungen sind. Hilft nichts. Wie viel ist es denn? 2% Versorgungs. Verstehe ich nicht ganz. Oh, da oben kommt ihre Armee. Das heißt, wir wählen diese Armee aus. Und Queen Jing, ja, wir müssen da gleich hinmarschieren. Für unsere Söldner habe ich ja, für unsere Söldner habe ich natürlich eine andere Aufgabe. So, die müssen nach da oben. Und wir schicken am besten. Na, wir können unsere Kriegsflotte nicht ganz wegschicken. Also lassen wir die Galeeren hier. So, ich denke, jetzt sollte das ganz gut funktionieren. Diese 20.000 dürfen das Land einfach nicht verlassen. Das ist das Wichtigste. Oh, sie haben sich zurückgezogen. Ohne Kampf anscheinend. Nein, Moment. Das ist erst ihre Armee. Die ist noch auf dem Weg. Ne, angreifen wollen wir nicht. Hanchong. Die marschieren also nach Norden. Queen Jing, das ist die erste Belagerung, die wir gewonnen haben. Jetzt wäre interessant, wie viel ist Queen Jing wert? 6. Okay, alles klar. Ein ganz anderes Thema ist, dass uns Queen Jing gar nicht interessiert. Ziel ist es einfach, alles hier an der Küste zu nehmen, nach Möglichkeit. Oh, da ist ihre Flotte. Wollen wir uns diesem Kampf stellen? Sie sind natürlich schon stark überlegen, allerdings haben wir wesentlich mehr schwere Schiffe. Ja, okay, da kommen die Japaner mit dazu. Mehr können wir uns nicht erhoffen. Noch eine Belagerung gewonnen, ausgezeichnet. Wie viele Truppen können wir hier versorgen? 26, dann führen wir die nach Wenshan. Ich weiß nicht genau. Oh, shoot. Da sind sie hin. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht genau, wo sie hin sind. Wann kommen die an? Am 29. in 4 Tagen. Das könnten wir durchaus schaffen. 4 Tage müssen unsere armen kleinen Transporter durchhalten. Und die kommen am 2. Dezember an. Jetzt. Sehr gut. Also auf jeden Fall groß, eine richtig große Seeschlacht, kann man sagen. Ich denke, da lüge ich nicht. Logischerweise gewinnen wir bei dieser Überlegenheit. Und die Überlegenheit zur See herzustellen, ich glaube, das hat sich wirklich richtig gelohnt. Sie haben nicht viel verloren, nur 2 Galeeren und 2 Transportschiffe. Eine Galeere und ein Transportschiff dazugekommen. Ich weiß nicht, ob das wir oder sie sind. Aber ich wollte ein paar Söldner in Peking landen. Und vielleicht schaffen wir es, ja? Und vor allen Dingen blockieren wir ihre Flotte jetzt dauerhaft und blockieren richtig viele Häfen, die richtig viel Steuern abwerfen. Beziehungsweise jetzt nicht mehr, wo sie blockiert sind. Und mehr als sie wirtschaftlich bekämpfen, können wir auch nicht wirklich. Gut, wir haben auch zu Landerfolge errungen, aber sie haben so viel Manpower, dass ich sage, das wird am Ende einfach wirklich schwierig. Wir sollten dementsprechend die Armee hier halbieren und nach Gülen marschieren. Nicht, mir fällt nicht so wirklich was ein, um da jetzt was zu tun. Ah, sie marschieren ihre 16.000 dahin. Das finde ich gut. Die Hauptstadt zu nehmen wird auch die Kriegsmüdigkeit erhöhen. Das wird die. Oh, shit, noch nicht aufgepasst. Sie haben 2 große Armeen am Laufen.
Ja, dann wurde die komplette Armee aufgegeben. Jetzt verteilen sie sich noch mehr. Das machen sie gut, das muss ich ihnen lassen. Okay, kommt an in Wenshan. Jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwas zurückziehen können. Guangxi. Könnten wir Guangxi darüber ziehen? In rechtzeitig. 19. März, 21. März, das ist gut. Die kommen an am 8. März. Wir fliehen am 21. Die müssen wir also stehen lassen. Die kommen an am 24. Wenn wir sie darüber ziehen, am 21. Gut. Wir spalten hier die Belagerung ab. Moment. Spalten hier die Belagerung ab. Können wir nicht. Zu viele Verteidiger. Welche Armee ist wichtiger zu schlagen? Das ist die Frage. Wir könnten versuchen. Ja, wir dürfen fliehen, weil wir so hoffnungslos unterlegen sind. Sie fliehen. Jetzt marschieren sie alle gesammelt nach Guangxi. Das Gute daran ist, solange sie ihre Armee hier unten haben, kann ich in Ruhe Peking belagern. Das Schlechte ist, dass solange wir im Feindgebiet stehen, wir immer noch Manpower verlieren. Oh Mann, das ist bitter. 18.000 nur noch. Wir haben mit 50.000 angefangen. 5.000 verlieren wir pro Monat. Autsch. Und doch sind wir nicht stark genug für eine Entscheidungsschlacht. Aber sie sind stark genug und kein Problem damit. Ich warte jetzt hier, bis die Schlacht angefangen hat, bevor ich die Verstärkung reinschicke. Wann kommen sie an? Am 26. April. Sie haben wieder keinen Anführer, sie haben einen zweimal Mali aus Gelände. Leider hat unser Mann keinen Wert auf Feuer. Oh, ihr müsst das aushalten. Mehr Verstärkungen. Mal kurz hier hochschauen. Und ich glaube, wir brauchen ein paar Söldner, die für uns ein paar Belagerungen übernehmen. So dass wir unsere Manpower mal ein bisschen aufsparen können. Ach, super. Schauen wir mal, was wir in der Zwischenzeit schon fordern könnten oder ob sie überhaupt was. Ne, sie sind noch nicht mal bereit, weißen Frieden zu schließen. Es ist für sie natürlich jetzt drei Gebiete verloren. Bei dieser Masse ist das nicht so wichtig. Mist. Wir haben gerade Schiffe verloren. Wir müssen leider fragen, ob wir unsere Flotte dort stationieren dürfen. Denn das kostet uns Geld, deswegen leider. Aber sie. Ja, die sind schon ganz schön runter. Da habe ich nicht aufgepasst. Das war nicht so gut. Wie sieht es bei denen hier aus? Die dürften keine Probleme haben. Die sind nah genug an unseren Häfen. So, wir haben jetzt die numerische Überlegenheit und jetzt kämpfen wir sie auch runter. Allerdings ist gleich wieder ein Monat rum und dann haben wir etwa nur noch 3000 Mann Manpower. Oh, wir haben eine ganz schön hohe Kriegsmüdigkeit. Das ist natürlich auch mal ein Problem. Nicht der große Sieg, den ich mir erhofft hatte. Ganz und gar nicht, muss ich sagen. Guangzhou ist relativ viel wert. So viele Provinzen, das ist echt abartig. Okay, sie haben verloren. 20.000
Oder sagen wir mal 19.000 plus 10.000 sind 29.000 plus 2.000 sind 32.000. Und wir haben etwa 13.000 verloren bis 14.000. Und dennoch reicht das nicht, um sie endgültig zu schlagen. Und wir müssen uns zurückziehen. Jetzt zeig mir bitte das Peking-Feld. Ich glaube, wir könnten irgendwie auch nachschauen, wie hoch ihre Kriegsmüdigkeit ist. 2,72. Noch nicht zu hoch. Wir haben noch nicht genug belagert, um ihre Kriegsmüdigkeit wirklich hochzutreiben. Oh, offensichtlich ist das auch zu viel, um es auf ein Gebiet von uns zu stellen. Also halbieren wir die Truppen und stellen einen Teil darüber. Hier können wir richtig viele Truppen versorgen. Und beginnen damit unsere Söldner aber auf die Belagerungen abzustellen. Gut, Kanonen haben wir auch dabei, aber es reicht einfach nicht, um die Festung Beijing schnell zu nehmen. Prozent Kriegswert haben wir erreicht. Vor allen Dingen durch die letzte Schlacht, die wir geschlagen haben. Nur noch 1000 Manpower. Utsch, 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 utsch. Oh, hier ziehen wir immer noch zu groß. Mehr angeblich nicht. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, warum wir nur trotzdem solche Probleme haben. Oh, sie bauen heftig Schiffe. Unsere sind immer noch in Reparatur und da ist ihre Hauptarmee. Wenn die nicht gegen Japan zieht, würde es mich wundern. Der anderen Seite haben sie natürlich auch nichts gekonnt, wenn sie gegen Japan ziehen. Wir brauchen zumindest eine Provinz. Oh ja, oh ja, oh ja. Es geht gut los. Da nie erobert. Jetzt ist es natürlich auch November. Aber es liegt kein Schnee, also sollte es jetzt nicht allzu schlimm sein, dass wir unsere Truppen da stehen haben. Ja, nichtsdestotrotz wird es Zeit, die Einheiten wieder auf Gebiete zu ziehen, in denen sie sich wohler fühlen. Zumal wir gerade noch. Wir machen noch gutes Plus, also können noch ein paar Söldner raus. Hab ich hier statt Söldnertruppen von uns gebaut, kann das sein? Das sind Söldner? Ach Gott, kein Wunder, dass wir keine Manpower haben. Das sind unsere Truppen, nicht wahr? Ja. Ah, Mist. Ja, das meinte ich vorhin, als ich meinte, das sollte kein großes Problem werden, falls ich es nicht versemmel. Gut. Wie dem auch sei, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.